Also ich muss mal ganz kurz jetzt sagen, dass das, was sich hier heute abspielt, grandios ist. Es ist überragend, wie die hier alle abgehen, was für einen geilen Job die machen. Ich bin begeistert. Ich habe viel erwartet, aber das nicht. Jetzt kommt sogar noch eine Harley um die Ecke. Bei deinem Baby. Ja, genau. Gibt es da ein Problem? Okay, cut an dieser Stelle, weil, ganz genau, was die jetzt machen, ist prinzipiell gut. Nur, wir drehen hier ein Musikvideo. Ja, wir haben nicht die Zeit darauf zu warten, bis es bei denen kracht. Ja, sonst drehen wir und drehen wir. Also, wahrscheinlich war das genau die Schuld des Regisseurs, zu sagen, passt mal auf, in dem Moment, wenn Action kommt, explodiert ihr sofort. Ihr seid schon mittendrin. Das ganze Vorspiel könnt ihr euch sparen. Denn was wir jetzt hier brauchen, ist definitiv ihn im Bild und die hinten schon wild am gestikulieren. Ja? Das brauchen wir. Deswegen machen wir auch eine Rehearsal. Schuld des Regisseurs. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Ja, So quasi diese Flucht, wenn du hinkriegst, Tobi. Das ist dann für uns die letzte Einstellung, oder was? Für heute, ist die letzte Szene. Ja. Ja, Leute, wenn das ins Making-of kommt. Jetzt kommt's rein. Das ist toll, ne? Ruhe! Alle ganz, ganz weit drüber! Ganz weit drüber! Ganz weit! Die zwei Jungs, das sind die Popstars, okay? Das sind unsere Hauptdarsteller. Ja? Die bitte Ruhe! Wenn ihr nicht zuhört, wisst ihr nicht, was passiert hier für. Verpennt euren Einsatz. Das ist wichtig, Timing. Ja? Die laufen die Treppe hoch. Und für euch, jetzt aufgepasst, das ist euer Zeichen dann. Wenn die ungefähr, die Kamera, wenn ihr mir nachher sagt, dass es in Ordnung ist, wenn die Jungs ungefähr hier auftauchen, genau hier, zwischen diesen Säulen, dann geht's für euch los. Dann bestürmt ihr sie. Ja? Dann ist hier Action. Denn hier alles? Also, das ist ein super Projekt, das beste Projekt, was ich mit Schülern je gemacht habe. Und jetzt kommt der komplette Switch in unserer Geschichte. Er nimmt die Musik wahr. Eigentlich orientiert er sich, wen er zuerst abknallen möchte. Aber genau dieser Moment, und das ist das Wichtige jetzt, alles verändert sich. Sein Leben wird in diesem Moment sich verändern. Der Gesichtsausdruck, und das ist jetzt die hohe Kunst für ihn, das ist jetzt die ganz große Herausforderung für ihn als Schauspieler, das so hinzukriegen, dass er von einem Moment auf den anderen seine Performance, das ist auch Performance. Kamera läuft. 10:28 Uhr, Take 4. Ich glaube, das war's. Hier, mein Kamerateam hier. Riesenapplaus. Ja, ganz toll. Ganz toll. Ganz toll. Unsere zwei Hauptdarsteller hier. Danke an die Tula-Schule und die ganz tollen Lehrer hier.
Sammy Deluxe hier, er ist auch noch da. Making of, Leute, hurra! Und die Jungs sind freiwillig da geblieben, obwohl sie keinen Job haben. Jawohl. Dankeschön. Ich sage ganz herzlichen Dank an alle, wirklich. Okay, war schon gut, aber wir sind noch nicht bei dem Punkt angelangt. Du musst dir vorstellen, das Ganze ist natürlich auch ein Stummfilm. Ein Stummfilm, ja? Und im Stummfilm, weißt du, war die ganze Zeit so, ja? Das werden wir auch dementsprechend so bearbeiten. Das heißt jetzt für dich natürlich, wenn du hier reinkommst, ja? Weil du zeigst es ja auch den Zweien, weil die grübeln ja auch. Aber die sind ja zu blöd, um da drauf zu kommen. Aber du bist ja derjenige. Du bist, das ist ja auch hier, Jungs. Ja. Weiter, doch, weiter, mach weiter, genauso. Und komm, flipp noch ein bisschen mehr aus, komm. Das ist riesig, was du machst. Jawohl, das ist geil, hüpf ein bisschen, genau. Ja, Weltklasse, genau so. Jawohl, das ist genial und cut.